Diese Woche sind ganze, sage und schreibe, 19 Devotis mit Büchern unterwegs gewesen. Und da haben wir auf Platz 19, wir kennen ihn gut, er hat 3 Bücher und 1,5 Punkte nach Hause gebracht. Also die Bücher hat er in andere Häuser reingebracht, die Punkte hat er in sein eigenes Haus reingebracht. Das ist Bhakta Azad, Haribol. Hare Krishna. Auf Platz 18 Manjulamani Devi Dasi aus Golokadam mit einem Titel und 2 Buchpunkten. Hare Krishna. Hare Krishna. Platz 17, Mitravinda Devadasi aus Leipzig, Germany, mit ein Titel und 2 Buchpunkten. Hare Hare Krishna. Krishna. Auf Platz 16 Bhakta Björn aus dem Hardschalam Jandelsbrunn. 2 Bücher und 3 Buchpunkte. Und dann haben wir auf Platz 15 den Halada Das mit 4 Büchern, 3,25 Punkten. Hare Krishna. Platz 14, Bhakti Jaya aus dem Jagannath-Tempel in Berlin mit 2 Büchern und 4 Buchpunkten. Hare Krishna. Und auf Platz 13 Krishna Bhumi Devadasi aus Wien, Österreich, mit 3 Titel und 4 Buchpunkten. Hare Krishna. Hare Krishna. Auf Platz 12 ist Bhaktin Samira mit 19 Titeln und 11,25 Buchpunkten. Auf Platz 11 haben wir Munindragana aus Simhachalam Jandelsbrunn mit 15 Büchern und 14,25 Punkten. Hare Krishna. Hare Krishna. Auf Platz 10 Bhakta Moritz aus Goradesch, Köln mit 22 Büchern und 15,25 Buchpunkten. Hare Krishna. Und auf Platz 9 Bhakta Paul mit 41 Buchtitel und 19,5 Buchpunkten aus Jagannath-Tempel in Berlin. Hare Krishna. Hare Krishna. Auf Platz 8 Bhaktin Olivia aus dem Jagannath-Tempel in Berlin. 25 Bücher hat sie verteilt und 20,25 Buchpunkte. Haribol. Dann auf Platz 7 Govinda Kund Das mit 45 Büchern, 22,5 Punkten aus Golokadam, Abenteuer, Haribol. Hare Krishna. Auf Platz 6 Bhakta Luis aus Golokadam Abenteuer mit 34 Büchern und 22,75 Buchpunkten. Hare Krishna. Und auf Platz 5 Bhakta Niklas aus Gauradesch, Köln, mit 27 Büchern oder Titeln und 24,5 Buchpunkten. Hare Krishna. Hare Hare Krishna. Krishna. Auf Platz 4 Advitya Baladev, auch aus Golokadham Abenteuer. Er hat 62 Bücher verteilt und 34,75 Buchpunkte. Hare Krishna. Krishna. Dann jetzt die Top 3. Auf Platz 3 haben wir mit 83 Büchern, das ist doch mal eine Ansage, und 35,5 Punkten aus Govardhanadesh, Bad Oeynhausen, Bhakta Leo oder auch Lalita Giridhar Das. Hare Krishna. Ja, und auf Platz 2 mit 71 Büchern und 60,5 Buchpunkten Lalim Rita Devi Dasi aus Goradesch, Köln. Hare Krishna. Und der absolute Spitzenreiter für diese Woche ist Danakedi Devadasi mit 22 Titel Da ist ein Set bei. und ein Bhagavatam-Set, Srimad-Bhagavatam-Set und insgesamt 114,25 Buchtiteln. Hare Krishna. Hare Krishna. Und dann haben wir hier 3 Teams. Das sind so Verbände von Devotis, die sich zusammengetan haben und
Rasa Manjari, sag uns doch mal, wer auf Platz 3 ist. Auf Platz 3 das Team Goloka Dham aus Abenteuer mit einem Punkt. Zwei Titel und einen Punkt. Okay. Dann auf Platz 2 das Team ISKCON Heidelberg mit einem Titel, aber zwei Punkten, also genau umgekehrt. Ja, und der Spitzenreiter mit 9 Titeln, also mit 9 Büchern und 6 Buchpunkten, Team Berlin, Jagannath Tempel, Hare Krishna. Dann haben wir 10 Yatras und ich glaube, jetzt sind wir beim Sinisha. Sinisha, wer ist auf Platz 10? Auf Platz 10 ist das Yatra Gorni Times Liebenau aus Deutschland mit 3 Büchern und 1,5 Buchpunkten. Haribol. Krishna. Haribol. Auf Platz 9 das Leipzig. Ein Buch und 2 Buchpunkte. Haribol. Hare Krishna. Krishna. Okay, haben wir eine andere Reihenfolge gerade? Nee, du bist dran. Ich bin dran. Auf Platz 8 ist Nava Navadvip Heidelberg mit einem Titel, 2 Punkten. Ja, Nummer 8, Haribol. Ja, und auf Platz 7 Wien mit 3 Büchern und 4 Buchpunkten. Hare Krishna. Hare. Und auf Platz 6, das sind schon einige Bücher mehr, mit 36 Buchtiteln und 28,5 Buchpunkten. Simhat Shalam Yandelsbrunn aus Germany. Hare Krishna. Hi, Hare Krishna. Auf Platz 5, Govardhan Desh, Bad Oeynhausen. 87 Bücher haben sie verteilt und 38,75 Buchpunkte. Hare Krishna. Dann auf Platz 4 ist der Jagannath Tempel Berlin mit 77 Titeln und 49,75 Punkten. Ja, und auf Platz 3 Goloka Dham Abenteuer mit 144 Büchern und 83 Buchpunkten. Hare Krishna. Und der Vizemeister für diese Woche ist Gaudadesh Köln mit 120 Büchern und 100,25 Buchpunkten. Hare Krishna. Platz 1 diese Woche, München. 22 Buchtitel, da ein Set ist dabei. 114,25 Buchpunkte. Haribol. Hare Krishna. Und ja, jetzt bin ich wieder dran. Wir haben dieses Mal 2 Länder diese Woche. Und es war Deutschland und Österreich. Und ich fasse das mal so mit Pi mal Auge zusammen. Ist nicht so schwierig, glaube ich. 199 Smallbücher wurden diese Woche in diesen beiden deutschsprachigen Ländern verteilt. 168 mittelgroße Bücher. 59 große Bücher. 67 Maha-große Bücher und ein Srimad Bhagavatam-Set. Und insgesamt entspricht das 494 Titeln und macht zusammen 424 Punkte in Deutschland und Österreich. Srila Prabhupada, Transcendental Book Distribution, Woche 8, 2022, Ki Jai. Ki Jai, Hare Krishna. Also, dann würde ich sagen, starten wir einfach mal. Ich fange mal mit Platz 21 an. Es sind 21 Devotees mit rausgegangen. Und zwar auf Platz 21 mit, kann man das etwas kleiner machen? Schauen wir mal, 80%. Ich glaube, wir haben hier alles drauf. Small, ja, ist alles dabei. Mit einem Smallbuch und 0,25 Punkten Keshini Shudana Das aus Goradesh. Ram Gopal, wie geht's weiter? Dein Mikro ist noch aus.
Ram Gopal, dein Mikrofon ist aus. Wir hören dich nicht. Yes, okay, sorry. Ja. Nochmal, die Platz Nummer 20, die sehr hingegebene und immer vorbildhafte Krishna Karuna Devi Dasi aus Golokadam mit 3 Büchern. Wow. Hare Krishna. Hare Krishna. Auf Platz 19, Vinuya Devi Dasi, ebenfalls aus Golokadam mit 1 Buch. Ja, Platz 18 mit 2 Büchern, Bhaktin Olivia aus dem Jagannath-Tempel Berlin. Hare Krishna. Auf Platz 17, Bhaktin Antonia aus Nürnberg mit 3 Titeln und 3,25 Punkten. Hare Krishna. Auf Platz 16, Krishna Chandra Das aus Navanavadvip Heidelberg mit 9 Büchern und 4 Buchpunkten. Toll. Und auf Platz 15 ist unser Bhakta Paul mit 11 Büchern und 4,5 Punkten. Der Bhakta Moritz, Platz Nummer 14, Gaudadesh Köln mit 13 Büchern. Und auf Platz 13, Dina Dayal mit aus dem New Jagannath Tempel in Zürich mit 8 Titeln und auch ebenfalls 8 Buchpunkten. Hadi Bol. Hadi Bol. Platz 12. Bhakta Moses aus Himachalam mit 17 Büchern und 12 Buchpunkten. Hare Krishna. Auf Platz 11, Haladara aus Govardhan Desh Bad Inhausen mit 14 Titeln, 14,25 Punkten. Hare Krishna. Platz 10, Damodar Prasad aus New Jagannath Puri in Zürich. 14 Bücher und 15,25 Punkte. Oh. Hey Krishna. Wir hören das Schweizer, wie heißt dieses Horn, was man so bläst, dieses lange Horn? Alphorn. Alphorn, ja. Ich höre das Alpenhorn. Dann auf Platz 9 haben wir den Bhakta Björn mit 14 Titeln und 18,5 Punkten aus Jandelsbrunn. Hadibol. Der Platz Nummer 8, Manu Das aus New Jagannath Puri in Zürich, im Schweizerland, mit 27 Büchern. Auf Platz 7, Bhakta Niklas aus Govardhesh Köln mit 36 Titeln und 23,25 Punkten. Hadibol. Auf Platz 6, der Bhakta Vito aus Himachalam mit 53 Büchern und 26,75 Punkten. Hare Krishna. Auf Platz 5 mit 50 Titeln und 39 Punkten. Ich glaube, ein Bhagavatam-Set ist auch dabei. Wow. Raj Tilak, Haribol. Auf Platz 4 Bhakta Salim aus Köln, Govardhesh Köln, 112 Bücher. Und 54,5 Punkte. Haribo. Auf Platz Nummer 3 mit 75 Büchern und 72,5 Punkten ist Lilamrita Devi Dasi aus Goradesh, Köln. Bhakta Lukas auf Platz 2 von New Jagannath Puri in Zürich. Mit 74 Büchern. Wow. Haribol. Haribol. Saraswati, was hast du gemacht in der Schweiz? Was ist passiert? Ja. Also von mir hängt das sicher nicht ab. Okay. Auf Platz 1 Munindra Gana Das aus dem Hachalam Jandelsbrunn mit 145 Titeln und 154,75 Punkten. Haribol. Haribol. Hare Krishna. Haribol. Hare Krishna. Dann haben wir hier heute, diese Woche, keine Teams. Das müssen wir, daran müssen wir was ändern. Und wir haben insgesamt 8 Yatras. Ich weiß nicht, wer war eben der Letzte oder die Letzte, die vorgelesen hatte? Ich, Martina. Dann haben wir jetzt die Saraswati. Wer ist das 8. Yatra? Das ist Nürnberg. Nürnberg mit 3 Büchern und 3,25 Buchpunkten. Hare Krishna. Jawohl. Auf Platz 7, Goloka Dharma, Abenteuer. 3,25 Punkten und 4 Titel. Hare Jawohl. Hare Krishna. Auf Platz 6, Navanavadvip Heidelberg. 9 Bücher und 4 Punkte.
Maribor. Und auf Platz Nummer 5 mit 13 Büchern und 6,5 Punkten ist der Jagannath-Tempel Berlin. Maribor. Achso, Govardhan Deshpat Einhausen, entschuldigt bitte, ich bin irgendwie früh aufgestanden heute, mit 14 Büchern und 14,25 Büchern. Und dazu gehört so zum Beispiel Halada, den ich auch mal vorheben möchte, der ja Haushälter ist und einen langen Arbeitstag immer hat und trotzdem immer noch so rausgeht jedes Wochenende. Das auch verdient vollen Respekt. Wow, Hare Krishna. Absolut. Hare Krishna. Super. Auf Platz 3 ist der New Jagannath Puri Tempel in Zürich mit 120,75 Buchpunkten und 123 Titeln. Hare Krishna. Wow. Ja, hi. Super. Platz 2, Goradesh Köln mit 287 Büchern und 197 Buchpunkten. Hare Krishna. Mhm. Jawohl. Und auf Platz 1 mit sage und schreibe 229 Titeln. 11 Maha, 46 Big, 72 Medium und 100 Small. Wow. 212 Punkten. Simha Shalam Jandalsbrunnen. Hari Hari Bol. Hari Hari. Hare Krishna. Toll. Und Rasa Manjari, vielleicht kannst du uns mal Pi mal Daumen sagen, was im deutschsprachigen Raum bis zur Mittelmeersphäre verteilt wurde. Also Deutschland und die Schweiz, die zusammen haben verteilt letzte Woche 682 Bücher und 561 Punkte. Schei. Okay. Ein Set ist dabei. Ja. Ja. Toll. Und das muss ich nochmal kurz gucken. Also hier das Set, das ist hier verteilt worden, waren das nicht immer 72 Punkte normalerweise? So erinnere ich das. Jetzt ist es, entweder haben sie es runtergestuft oder es ist irgendein ein Computerfehler, ein Rechenfehler passiert. Müsste man mal herausfinden. Prima, dann würde ich sagen, Srila Prabhupada's Transcendental Book Distribution Woche 9 2022, Ki Jai. Ja, Hare Krishna. Und da muss ich hier drauf drücken. Ja, dann würde ich sagen, wir wollen natürlich auch wissen, was in diesen Büchern steht. Und ich würde sagen, wir chanten einfach alle mal zusammen das Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Schaltet gerne einmal eure Mikrofone ein, wenn ihr mögt. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 Om Namo Bhagavate Vasudevaya.